Hey und herzlich willkommen zurück zum Jahreszeiten-Gameplay in die Sims 4. Und wir machen was Hochjahreszeitenmäßiges. Und zwar wollen wir uns an Markus ranschmeißen, damit wir ihn küssen können. So, eigentlich möchte ich nur diese Party hier so ein bisschen höher kriegen. Moment, ich wollte mal gucken, ob wir uns jetzt vielleicht schon so eine Stereoanlage leisten können. Also so eine kleine Musikanlage oder sowas. Das wäre jetzt vielleicht nicht verkehrt. Guck mal, so ein ganz kleines Ding können wir uns hier leisten. Die Gravumbox. Dass wir hier immer Musik haben. Oh. Dann mach doch mal einschalten. Warte mal, gibt's nicht so Charts oder sowas? Sommerhits. Ja, Mann. Voll die Sommerhits. Geil. Hey. Tanzen. Oh Scheiße, wir können ja nicht zu tanzen. Okay, Moment. Ich habe eine Idee. Wir stellen den Tisch jetzt mal um. Können Sie jetzt dazu tanzen? Wahrscheinlich liegt es daran, dass der jetzt hier oben steht, ja? Okay, wenn ich jetzt mal hier so in die Ecke stelle, geht das dann? Tanzen. Jetzt aber, ne? Genau, sehr schön. Tanzen. Okay, es tanzen mehrere Sims zusammen. Das ist schön. Kuchen. Gleichzeitig verspielt sein lassen. Das wird jetzt schon schwieriger. Und mal eben einen Kuchen backen ist jetzt auch schwierig. Aber wir können es ja in ihn noch ranschmeißen. So. Romantik, flirten. Geh da mal hin. Und da gucken wir mal, ob wir ihn dreimal küssen können. Stehen sich angezogen zu fühlen? Ersten Kuss erleben, perfekt. Um auf zu tanzen. Und dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, dass sie sich dreimal küssen. Sehr schön. So, dann. Warte mal. Jetzt aber, oder? Romantik. Versuchen unter Mistelzweig zu küssen. Einfach nur küssen. Oh ja, Mann. Küssen. Nochmal. Komm, einen kriegen wir hier noch hin. Es läuft ja richtig, Mensch. So können wir das beenden. Halt, jetzt sagen wir ihm noch, dass wir da nichts von ihm wollen. Bitten nur Freunde zu sein. Toll, das hat er jetzt, glaube ich, nicht mitgekriegt. So. Aber das ist eine gute Idee. Halt, du gehst ins falsche Bett. Das ist hier deins. Und du möchtest bitte in das schlafen gehen. Dickies. Das geht so nicht. Ihr habt hier Zimmer. So, du gehst da schlafen, du gehst bitte da schlafen. Sehr schön. Man muss eine Ordnung beibehalten. So läuft das. Ja. So, Glockenblumenstrauch. Okay, er möchte. Okay, am ersten Tag geht er mal zur Arbeit, würde ich vorschlagen. Dann gehst du mal zur Toilette, bitte. Und geh einfach mal nachdenklich duschen. Ach, sie muss heute ja noch gar nicht arbeiten. Das ist natürlich geil. Gartensamen kaufen. Oh ja, Mann, ich habe mich mit Markus angefreundet. Aber ich glaube, ich muss seinen Arsch noch fotografieren. Ich habe erst den von Jade, von Shanti und von Paolo. Da geht auf jeden Fall noch was. So, und das sieht hier schon so aus, als ob wir auf jeden Fall
einen Butler brauchen. Aber erstmal müssen die arbeiten gehen. Okay, dann darfst du jetzt erstmal Frühstück servieren. Boah, Rührei mit Speck, da hast du jetzt voll Bock drauf. Und du musst jetzt gleich zur Arbeit. Du gehst einfach so zur Arbeit. So, ich überlege, dass er erstmal seine Kollegen kennenlernen geht. Verbindung knüpfen. So. Und sie kocht jetzt erstmal. Ich habe mir überlegt, wir können dann hier später so richtig schöne moderne Küche einrichten und so. Und dass das von außen halt so altbacken aussieht. Also von innen soll das ja auch so ein bisschen altbacken noch aussehen, weil die das Haus ja einfach so übernommen haben, wie es gerade ist. Aber später kann man hier so richtig hochwertig Fliesen oder sowas verlegen in Eingangsbereich und vielleicht die Treppe mal erneuern oder sowas, dass das richtig edel hier aussieht, so wisst ihr? Das wäre mal eine geile Idee. Okay, eigentlich kannst du immer Musik hören. Pop hören. Das kannst du bestimmt auch beim Essen. Genau, perfekt. So, den Garten, ich weiß nicht, den können wir, glaube ich, noch nicht ernten. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Pflanzen zu pflegen, wenn wir jetzt hier noch so ein bisschen nach Jahreszeiten gehen. Ich möchte auf jeden Fall gucken, dass wir in jeder Jahreszeit hier auch entsprechend Pflanzen haben. So, leider musst du auch mal aufräumen. Das bleibt jetzt leider nicht aus. Oh, das kannst du mir reinpacken. So, ich habe mir überlegt, wir können ja die Musikanlage immer laufen lassen. Das ist ja nicht das Problem. Was macht sie jetzt? Tanzen. Geil, mach mal. Erhöht, glaube ich, dein Partybedürfnis und so. Dann darfst du das hier nochmal aufräumen. Oh, es ist heiß. Hitzewelle. Ach du Scheiße. Okay, ich würde sagen, okay, bewässern müssen wir das noch gar nicht. Aber wir kaufen jetzt nochmal so ein Paket von Blumen. Oder so ein paar Früchte wären auch nicht schlecht, ne? Gemüse, Früchte. Gemüse. Dass wir da erstmal ein bisschen was haben. Öffnen, öffnen. Ob sie einen Sonnenbrand kriegen kann in der Sonne? Bananenbäume, was ist das denn? Grüne Erbse. Jetzt gibt es hier auch echt ganz viel Kram, was man hier alles machen kann. So, ich würde sagen, die Bäume, die können wir hier so richtig schön vorstellen, ja? Dann machen wir hier so richtig fett Bananenbäume hin. Das ist so die Eingangsallee. Kochbanane, ey, geil. Nee, du wirst die jetzt einpflanzen. Ich kann gerade nicht. Ich muss mich um den Garten kümmern. So, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Markus angefreundet hast. Ja, wir sind richtig BFF und so. Das versichere ich dir. Okay, dann darfst du nochmal alles bewässern. Und ich würde sagen, wir platzieren mal hier die Erbsen. Okay, Pflanzen. Und er kann, glaube ich, erstmal duschen gehen, so wie das aussieht. Duschen. So. Ach, er braucht ja dieses scheiß soziale Medienprofil, ne? Wir könnten mal gucken, ob wir mit ihm irgendwie in die Bücherei gehen oder sowas. Aber erstmal möchte ich hier die ganzen Sachen anpflanzen. So, wir machen hier mal Möhren hin. Pflanzen. Hier die Paprika. Pflanzen. Und dazwischen so Trauben kommen. Gut, dann schauen wir mal, dass sie ja alles gepflanzt bekommt. So. Wenn sie alles gepflanzt hat, gehen wir mit denen mal. Ich glaube, in der Bücherei gibt es auf jeden Fall einen Computer.
Aber wenn du gepflanzt hast, darfst du nämlich nochmal bewässern. So, die haben bestimmt nur in der Sommerzeit, ne? Genau. Bananen sind im Sommer modern. Die Erbsen nur im Frühling. Die hier gar nicht. Ist auch gut. Ey, hoch. Was will er jetzt? Tanzen. Das ist ein guter Plan, mach mal. So, sie ist da Feuer und Flamme mit ihrem Duschen, weil angespannt ist. Ja, kann ich verstehen. Alle gießen. Oh, das Festival, das passt richtig gut. Ach, jetzt macht er sich nur was zu essen, der Typ. Überhitzt. Ja, krass. Es geht? Ja, klar. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zusammen dahin. So. Ach, Prost, ey. Sind zwei Energies. Nachher gibt es noch schön eine Pizza zu essen. Das lädt ja zum Glück nicht lang oder so. So, gibt es hier eigentlich irgendwo einen Computer? Ich meine, wir haben ja echt alle möglichen Gebäude. Okay, wir werden erstmal das Festival machen. Wir schließen uns hier mal der Seite an, zusammen den Spaßvögeln anschließen. Ich finde, das ist ein guter Plan. Da lernen wir ja so viele Leute wie möglich erstmal kennen. Ich habe überlegt, dass sie vielleicht noch ungeplant schwanger wird oder so. Hast du dich jetzt auch hier angeschlossen? Wo bist du denn? Da. Sehr schön. Dann darfst du dich mal Diego vorstellen. Und Joffrey. Und du, ihr kennt euch ja. Aber du darfst dich hier auch noch mal vorstellen. Weil wir wollen ja so viele Freunde wie möglich finden, mit denen wir immer Party machen können, jeden Tag. Okay, freundlich vorstellen. Den haben wir hier, Vivian. Eigentlich wäre es cool, wenn die halt echt noch so ein ungeplantes Kind bekommt. Ist ja geil, ey. Die schließt einfach den Stand. So. Freundlich, freundlich, freundlich. Und die reden jetzt hier mal mit allen, sagen Hallo. Oh, guck mal, Alter, was wir hier für eine Mega-Konversation haben. Halt, die hier müssen wir, glaube ich, noch anlabern. Okay, und jetzt können wir anfangen, hier den Kram mal durchzuquatschen. Okay. So, damit wir jetzt auch auf jeden Fall gewinnen und dann hier diese ganzen Sachen bekommen, weil dann können wir uns hier den ersten Kram auch schon leisten. Oh. Also wenn die dann ungeplant schwanger wird, wäre jetzt auch nicht das Verkehrteste, habe ich mir überlegt. Okay, die kennen wir noch gar nicht, das ist schön. Cool. So, hast du hier nichts zu tun oder was? Du musst mal auf Toilette. Okay, das können wir ändern. Sie ist hier am Malen. Vielleicht können wir das ja verkaufen, wenn sie fertig ist. Das hatten wir ja eben schon mal. Sonst gibt es hier aber, glaube ich, nichts, was hier so Malerei ist. Wobei hier gab es, glaube ich, Staffeleien, aber die bringen uns hier auch nichts. Hey, wir müssen auf jeden Fall gleich irgendwie in einen Computer rankommen. So, dann würde ich sagen, ihr raucht doch mal eine Runde Bong. So. Einmal eine Runde ziehen, das ist bestimmt eine gute Idee. Ja, wir brauchen noch ein Foto von ihm. Was war das für ein Move, Alter? Bleib doch mal stehen. Du bist denn Pantomime.
Was haben wir denn hier für einen? Dennis. Oh, warte, das kann sie jetzt ganz schnell machen. Kannst du bitte nochmal so einen Knacker-Pose machen, bitte? Nein! Doch, das geht. So, extra für unseren Typen. Sehr schön. Gehen wir nochmal hier hin. Oh, die kennen wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Freundlich vorstellen. Da müssen wir uns noch mal vorstellen. Dann gehst du mal ganz schnell hier hinter ihnen. Das war der, den wir noch fotografieren müssen, ne? Genau. Nein, nein, nein! Nein! Dreh dich doch nicht um! Aha. Egal, wir fotografieren hier die Bogen da hinten. So. So, weg damit. Ja, geh mal hier hin, bitte. Jetzt ganz schnell ein Foto machen. Ey, es fehlt, dass wir ranzoomen können. Das ist mir nicht nah genug, ehrlich gesagt. Da müssen wir noch mal ein bisschen näher ran, glaube ich. Oh, er geht hier bestellen. Das ist ideal. Okay, dann geh noch mal hier hin. Oh, geil. Er erstreckt seinen Hintern sogar hervor. Guck mal, das ist doch ein schönes Bild. Da haben wir da zwar ein paar Beine im Bild, aber das ist jetzt auch egal. So, Würstchen-Pantomime. Aber er muss, glaube ich, mal auf Toilette, ne? Okay, dann machen wir das mal. Geh mal auf die Toilette. Kannst du jetzt das Foto, sage ich schon. Kleines Gemälde, ach, kaufen. Nee, das ist ja blöd. Wollen wir ja nicht. Gehst du jetzt auf Toilette? Wobei, warte, wir machen das anders. Guck dir das Feuerwerk in Ruhe zu Ende an. Wobei, mit dem Geld können wir jetzt auch unseren eigenen PC kaufen, denke ich mal. Das sollte drin sein. Ja, dann geht mal schnell nach Hause, meine Freunde. Und dann können wir mal Sachen aus dem Inventar verkaufen. Du kriegst das schöne Hinternfoto vom Senior. Ich habe aber beschlossen, ich werde das andere Foto wegschmeißen, wo man die Beine noch mit drauf sieht, weil das passt einfach nicht. Das passt einfach nicht. Nee, das sieht nicht aus. So, wir verkaufen hier mal alles. Ich finde, das ist immer echt das Schöne hier. Habe ich jetzt hier irgendwas platziert? Nein. Dass man an diesen Festivals immer schön Geld machen kann. Und es ist auch einfach Party zugleich. So. Dann haben wir hier mal den Arsch von Kim. Was ist eigentlich aus der Voodoo-Puppe geworden? Man hat doch immer eine Voodoo-Puppe gekriegt, wo man richtig schön Geld für bekommen hat. Okay, wir kaufen jetzt erstmal einen Computer. Dann ein Fernseher und Licht. Ja, wir kaufen einen weißen. Guck mal, ist der nicht hässlich? Okay, wir gucken erstmal, dass wir hier Licht reinbekommen. Und zwar, ich hätte gern so Deckenlampen, und zwar die günstigsten. Die Deckenlampe für Kinder ist die günstigste. Wir nehmen doch mal diese Prestige-Lampe hier. Wir hängen die jetzt einfach erstmal überall hin, auch in den Keller. Wobei wir hier jetzt eine Wandlampe brauchen.
Eigentlich wäre so richtig oldschool noch geil. Aber sowas haben wir hier, glaube ich, gar nicht. Die hier wäre eigentlich auch voll Premium. Der Lichtklecks. Kostet der denn 60? Dann hängen wir den auch mal hier mit hin. Nee, das muss jetzt sein, ja, der musste da jetzt hin. Dann können wir auch den, der jetzt hier hängt, mal wegnehmen. Und wir schaffen, glaube ich, noch den Pinguin-Fernseher. Dann haben die zumindest einen Fernseher. So. Und der Rest kommt dann. Haben wir hier irgendwas? Ach ja, wir haben ja die Partybelohnung. Dann können wir diesen hässlichen Pinguin-Fernseher auch wegmachen. Und hier gleich mal einen vernünftigen hinstellen. Überleg gerade, was kostet denn die Spielkonsole? 399 und. Ich kann auch erstmal den hier nehmen eigentlich. Dann machen wir den größer. Jetzt in die Wand rein, ich glaube nicht, oder? Gerade so nicht, ja Mensch. So, wir können sogar noch die qualitativ hochwertigere Spielekonsole hier hinstellen. Total, dann war voll das Budget gesprengt, aber egal. So, ich würde sagen, das war eine aufregende Partynacht und du gehst erstmal schlafen. Du gehst jetzt erstmal ganz schnell auf die Toilette. Okay, automatisch Lichter alle. Liebe die im Flur einfach. Diese Lampen, die sind geil. Wobei ich finde, wir könnten diese Retro-Wand lassen und einfach schicken Boden hier einlegen. So, und dann darfst du auf jeden Fall dein soziales Medienprofil erstellen. Das müssen wir nämlich auf jeden Fall echt machen. Schlecht geblubbert. Da ist immer noch die Musik an. Hier ist alles normal, ne? Paprikastrauch. Eigentlich können wir die ganzen Pflanzen hier mal so ums Haus rum anbauen. Okay. Aktualisieren. Dann würde ich sagen, haben wir hier noch was drin? Nimmst du dir jetzt mal so ein Gericht? Schaust dazu den Comedy-Kanal. So, ich glaube, er hat seine ersten Follower bekommen. Er hat jetzt insgesamt 20 Follower, ey. Wow. Das ist super. Ja, und dann darfst du auch schon ins Bett gehen. Was ist das denn? Faules Nickerchen. Dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ein faules Nickerchen zu machen. Aber gut, ich hinterfrage das gar nicht erst. Ich wollte dich in der Gemeinschaft willkommen heißen. Du hast aber einen hübschen Hals. Oh, das wäre voll die geile Idee, wenn das Kind dann einfach nur so nebenher aufwächst, dass sich hier niemand für interessiert. Dann macht das Kind sich zum Vampir und kommandiert dann die Eltern herum. Sie könnte ja auch aus Versehen von ihm mal schwanger werden. Ey, diese Retro-Lichter, die passen da voll zu. Ich glaube, die muss ich in den Räumen auch noch verteilen. Was hat er jetzt? Was mache ich mit meinem Leben? Ich will schlafen gehen, aber ich bin mir doch nicht sicher, ob ich das sollte. Hallo? Okay. Stehen wir da halt planlos vor, ist auch kein Problem. Hat ja noch das dreckige Geschirr. Das kommt natürlich auf den Stubentisch.
Sie wurde befördert. Ist ja geil. Ruhm für Einsteiger. Okay, den ersten Tag möchte sie auch bei der Arbeit verbringen. Ey, sie wurde befördert und hat gar nichts gemacht, Leute. Pflanzen abernten. Das ist ja krass. Okay. Ich würde sagen, dann nimmst du eine erfrischende Dusche, weil du energiegeladen sein sollst, wenn du zur Arbeit gehst. Dann öffnest du mal das Samenpaket. Was haben wir denn hier Feines? Wieder ein paar Blümchen, die wir hier platzieren können. Doch, ich mach das. Wir werden diese Blumen hier überall hinstellen. Ins Haus. Und dann haben wir unseren ganzen Anbau da. Nein, du willst jetzt keinen Gartensalat machen. Du musst jetzt ja eh zur Arbeit. Du machst jetzt von zu Hause erstmal. Das heißt, du schläfst jetzt auch erstmal aus. Ganz entspannt. Was ist jetzt? Hä, wieso denn zur Arbeit? Ich habe doch von zu Hause aus gemacht. Oder auch nicht. Okay. Gut, aber dann könnt ihr jetzt mal ganz entspannt mit Kollegen was in die Erde graben. So. Erhöht die Arbeitsleistung und Fitness, aber senkt die Hygiene. Es kann Langeweile auftreten. Gut. Verbindung knüpfen. So. Und wenn ihr von der Arbeit kommt, dann gibt es nämlich Grund zu feiern. Ach du Scheiße. Ach, kostenlose Kopfhörer, die nehmen wir doch. So. Ach, die sind schon wieder da. Tag verschönern. Von Gartenarbeit schwärmen. Ärger Luft machen. Über brennende Hitze reden. Es ist so heiß. Du bist aber kein Vampir, oder? Nein, aber es ist so heiß. Okay. Okay, aber was hat der jetzt hier? Mit fünf verschiedenen Sims lustig sein. Ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los. So, ich würde sagen, du gehst dann jetzt erstmal den Status aktualisieren. Auf Toilette, Duschen. Dann aktualisierst du nochmal deinen Status. Du lässt das hier mal aufräumen. Das bleibt ja leider nicht aus. Dann darfst du mal alles verkaufen und alle gießen. Huch. Wir brauchen echt einen Butler. Das heißt, wir müssen den sofort pushen. Boah, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt werden die Aktionen unterbrochen. So. Gehst du jetzt bitte mal auf Toilette, mein Freund? Okay. Du gehst jetzt aber noch alles gießen, ja? Das wäre nämlich super. So. Und du gehst dann hier deinen sozialen Netzwerkkram machen? Oder müssen wir die Party schon fast starten? So, stopp. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz Stopp machen. Sonst komme ich hier nicht mehr hinterher. So, was haben wir denn Schönes? Stechpalme. Ja, die liebe Stechpalme, ne? Wir haben ja hier noch drei Stechpalmen. Dann holen wir die jetzt mal. Wenn wir nämlich diese hässlichen Pflanzenkübel mal loswerden. Oh. Irgendwie schweben die gerade im Moment. Ja, warum nicht? Wir machen hier so eine Reihe von diesen Stechpalmen hin. Mal gucken, wie das dann aussieht. So, was hatten wir hier? Erbsen. So, die Erbsen bringen wir jetzt hier mit unter. Mit den Blumen hier. So, die packen wir jetzt mal nach außen, die Glockenblumen. Halt, wir müssen die vorher nach unten setzen.
Und dann können wir nämlich hier ganz entspannt die Erbsen zwischenpacken. Dann können wir den hier auch mal verscherbeln. Dann sieht das doch schon mal echt gut aus hier. So, jetzt haben wir noch drei von diesen Blumen. Pflanzen. So, das machen wir jetzt auch mal. So, was macht er jetzt auf Toilette gehen? Hat er das immer noch nicht gemacht, ey? Sag mal, kann der eigentlich überhaupt irgendwas, der Typ? Überhitzt. Wahrscheinlich kann der jetzt kalt duschen gehen. Huch. Kalt duschen. Ja. Dann sage ich aber auch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen für diesen Part. Ihr könnt natürlich gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann erstmal ciao und bis zum nächsten Part.